unserer Reihe Tierheim TV trifft, sitzt heute unser neuer grüner Landwirtschaftsminister Christian Meyer neben mir. Ich freue mich sehr, dass das so kurzfristig mit dem Interview geklappt hat. So kurzfristig. Wir haben über Facebook User aufgefordert, Fragen zu stellen, die ich Christian Meyer stellen soll. Und wir haben über 100 Tierschutzvereine aufgefordert, ebenfalls Fragen zu stellen. Wir haben 152 Fragen gestellt bekommen, sprengt natürlich restlos den zeitlichen Rahmen. Von der Seite werden wir es sehr allgemein fassen. Dann soll ich dich von 48 Tierschutzvereinen, Personen grüßen. Wenn ich die jetzt alle aufzähle, sitzen wir alleine da in 2 Stunden. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar mit dem Thema Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen. Es soll ja eine Landesverordnung zur Katzenkastration eingeführt werden. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Ja, wir haben ja gerade, berichten ja viele Tierheime und Tierschutzvereine, ein großes Problem mit der großen Zunahme von Katzen und der damit einhergehenden Verelendung, die dann in Tierheimen abgegeben werden müssen. Und deshalb ist ja die Forderung der Tierschutzverbände, dass es so eine Art Kastrationspflicht gibt, um dieses massive Anwachsen der Katzenbestände zu reduzieren. Und manche Kommunen machen das ja schon, das finden wir sehr gut, wenn sie über eigene Verordnungen auf kommunaler Ebene dort etwas regeln. Und wir wollen von Landesebene fortsetzen, da auch noch einen Anschub zu geben, indem wir da finanzielle Unterstützung geben. Das läuft bereits mit der Summe von 100.000 Euro, wo sich Tierheime bewerben konnten und können, sozusagen, dass es da Zuschüsse gibt für die sogenannten herrenlosen Katzen. Und es ist eben die Überlegung, wenn der Bund es uns ermöglicht, das dauert noch ein bisschen, man muss erst das Tierschutzgesetz im Bund geändert werden. Wir hoffen, dass es dieses Jahr kommt, dass wir dann mit einem ordentlichen zeitlichen Vorlauf, mit viel Beratung, dann auch eine landesweite Katzenkastrationsverordnung umsetzen können, um landesweit gleichen Standard zu haben, dass man dieses Katzenelend reduziert. Da haben ja viele Tierschutzvereine Angst, dass dann die finanziellen Mittel unter Umständen nicht ausreichen könnten. Immer wieder die Aussage, 100.000 Euro für 2 Jahre reicht nicht aus. Du lässt die Tierschutzvereine nicht im Stich. Ja, das ist ja erstmal der Start. Das ist ja das, wo wir es ausprobieren müssen. Wir müssen auch 1-2 Jahre so eine Art Modellphase haben, um dann landesweit so eine Katzenkastrationsverordnung durchzusetzen. Und wir werden diese Erfahrungen da auswerten, auch zu schauen, wie man die Kommunen da noch stärker in die Pflicht nehmen kann, denn die sind eigentlich zuständig für herrenlose Fundtiere, sich darum zu kümmern. Und ich glaube, das ist schon erstmal eine große Summe, wenn man sich anguckt, wie viele Katzen man damit dann auch kastrieren kann mit der Summe. Das ist sicher auch eine Hilfe für das ehrenamtliche Engagement, was viele Tierschutzvereine leisten. Analog zum Hundegesetz kommt immer wieder der Vorschlag, warum man nicht auch bei Katzen diesbezüglich so eine landesweite Regelung trifft. Ja, wir würden ja was regeln, wenn wir so eine Katzenkastrationsverordnung machen, dann regelt man ja auch was und man muss es auch begründen mit Gefahrenabwehr, dass man dort etwas zulässt. Wir fangen jetzt mal an mit dem Sachkundenachweis bei der Hundehaltung, weil das auch besonders notwendig auch ist, auch sowohl aus Tierschutzgründen als auch zum Schutz von Kindern zum Beispiel, dass man da einen besseren Umgang mit Hunden hat. Deshalb muss man da, glaube ich, differenzieren, bevor die Ausweitung auf Kanarienvögel, Katzen etc. kommen, wollen wir jetzt beim Hundegesetz erstmal das mit der Sachkunde ausprobieren. Da sind wir in Niedersachsen sicher Vorreiter, denn das hat bislang kein einziges anderes Bundesland. Auf das niedersächsische Hundegesetz kommen wir jetzt auch. Obwohl ihr vom Landwirtschaftsministerium ja einen tollen Fragen- und Antwortenkatalog über eure Seite unten gerade eingeblendet, die Adresse reingestellt habt, das haben wir selber bei uns im Tierschutzverein auch gemerkt, dass dieses niedersächsische Hundegesetz oftmals überhaupt kein Wissen. Kannst du uns da mal ein paar Erläuterungen zu geben? Ja, wir haben das ja lange diskutiert in den letzten Jahren, haben Konsens zwischen allen Parteien hingekriegt. Ist einstimmig von den Fraktionen, die jetzt im Landtag sitzen, verabschiedet worden, dass wir sagen, wir wollen 3 Regelungen vor allem treffen. Das eine ist dieser sogenannte Sachkundenachweis. Alle neuen Hundehalter, die also zum ersten Mal mit einem Hund umgehen wollen, müssen ab 1. Juli diesen Jahres einen Sachkundenachweis haben. Dann wollen wir eine Haftpflichtversicherung haben, damit sozusagen mögliche Schäden auch erstattet werden können, wenn es zum Beispiel zu Beißunfällen kommt. Und wir wollen eine stärkere Registrierung auch von Hunden haben, indem so eine Chippung stattfindet, was ja auch ein wichtiges Instrument ist, damit nicht Hunde irgendwo abgegeben oder an eine Autobahnraststätte hingestellt werden, dass man immer weiß, wer war eigentlich der Halter, von wem kommt der Hund und man hat damit auch eine bessere Kontrolle, auch im Sinne des Tierschutzes. Viele Tierschutzvereine haben Angst, dass sie ab 1.7. Hunde schlecht vermitteln können, unter Umständen, weil eben dieser Sachkundenachweis nicht vorliegt. Kannst du da den Tierschutzvereinen die Angst nehmen? Also zum einen sind ja alle, die bisher schon einen Hund hatten, innerhalb der letzten 10 Jahre, die
mindestens 2 Jahre einen Hund geführt haben, wo es nicht zu irgendwelchen Auffälligkeiten gekommen ist, die brauchen ja nicht diesen sozusagen Sachkundenachweis Hundeführerschein machen. Die werden automatisch sozusagen anerkannt, also alle bisherigen Hundebesitzer. Es geht nur um die neuen, wo sozusagen da diese theoretische und praktische Prüfung erfolgen will, damit auch im Sinne des Tierschutzes garantiert werden kann, dass man sich auskennt, was hat ein Hund für Bedürfnisse, wie muss man mit ihm umgehen, in Gefahrensituationen auch. Und ich glaube, dass das eher ein Fortschritt ist gegenüber den anderen Bundesländern, dass wir dieses haben, dass dann, wenn die Tierheime die Hunde abgeben, dass man auch weiß, dass sie da in gute Hände kommen. Ich weiß, dass auf deiner Prioritätenliste das Thema Nutztier- und Massentierhaltung ganz, ganz, ganz weit oben ist. Daher die Frage, was soll zukünftig gegen Massentierhaltung in Niedersachsen getan werden? Also der Tierschutz bekommt in Niedersachsen eine ganz andere Priorität als noch unter der Vorgängerregierung. Wir werden sozusagen Verstöße gegen den Tierschutz nicht dulden. Also gerade wenn es in den Nutztierbereich geht, werden wir ein besonderes Auge drauf richten, dass in der Schweinehaltung, in der Hühnerhaltung auch die Gesetze eingehalten werden, also dort Kontrollen auch zu verstärken, zu verbessern. Und wir wollen Anreize geben für Betriebe, ihre Tiere artgerechter zu halten. Wir fördern deshalb die ökologische Tierhaltung jetzt besonders stark. Wir wollen Anreize geben, wenn man seinen Stall umbaut und den Tieren mehr Platz gibt, dort die Unterstützung zu konzentrieren. Und wir wollen auch bestimmte Tierhaltung, wie zum Beispiel die immer noch stattfindende Käfighaltung von Hühnern, unter Kleingruppenkäfighaltung, die wollen wir so schnell wie möglich auch beenden und ganz verbieten, weil wir sagen, das ist nicht artgerecht. Und wir wollen auch bestimmte Qualzuchten und Qualhaltungen untersagen. Der niedersächsische Tierschutzplan beinhaltet teilweise ja sehr lange Übergangszeiten. Inwieweit will die Landesregierung diesen Tierschutzplan überarbeiten? Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wurde. Ja, wir wollen, der ist ja mit vielen Beteiligten, ist ja auch der Tierschutzbund direkt drin in der Lenkungsgruppe beim Tierschutzplan, den wollen wir fortsetzen und wollen eben schauen, wo können wir etwas schneller und ambitionierter hinkriegen. Ein Beispiel, Österreich zum Beispiel macht seit 2005 kein Schnabelkürzen mehr von Legehennen, also wo nicht mehr der Schnabel amputiert wird. Die haben eine andere Haltung, die bieten den Tieren mehr Platz, haben ein anderes Management. Und da stellt sich ja die Frage, warum können wir das, was in anderen Ländern schon funktioniert, nicht auch in Niedersachsen schneller umsetzen. Deshalb plane ich eine Reise mit vielen Beteiligten, dass man sich das in Österreich mal anschaut in der Praxis, um zum Beispiel eines dieser Punkte der Amputationen, der Verstümmelung von Tieren so schnell wie möglich auch zu unterbinden. Und es gibt in vielen anderen Bereichen, in der Schweinehaltung, wo man auch Versuche auf Strom machen will, in der ökologischen Haltung Anreize für mehr Tierschutz. Und wir werden auch den Tierschutz insgesamt stärken, indem wir eine unabhängigen Tierschutzbeauftragten oder Tierschutzbeauftragte installieren werden. Gerade junge Tierschützer, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass deine Person, dass jeder Grüne der Meinung ist, oder der grüne Landwirtschaftsminister, da muss auch vegetarische, vegane Ernährung eine ganz große Rolle spielen. Frage kam ganz häufig, gibt es eventuell Ideen oder Pläne zur Unterstützung der Verbreitung der vegetarisch-veganen Lebensweise? Ist eine Frage, die ganz häufig kam. Ja, wir haben im Koalitionsvertrag mit der SPD reingeschrieben, dass wir freiwillige vegetarische, vegane Angebote unterstützen wollen. Wir überlegen zum Beispiel so ein 100-Öko-Kantinen-Programm, wo sie also entweder eine Schulkantine, eine Betriebskantine bewerben kann, die besonders viele ökologische, regionale, vegetarische Produkte hat. Und die kriegt dann eine Auszeichnung, auch einen kleinen Zuschuss. Und somit wollen wir auch eine tierschutzgerechtere Lebensweise unterstützen und damit auch ein Stück weit Vorbild dafür bieten. Also da sollen vegetarische Tage, Veggie Days, sollen in Zukunft auch Unterstützung von der Landesregierung bekommen. Das hört sich sehr gut an. Könntest du dir vorstellen, dich vegetarisch oder vegan zu ernähren? Also ich kriege das schon hin, das auch mal Wochen zu haben. Ich habe deutlich meinen Fleischkonsum reduziert, seit ich das Thema mache, vor 5 Jahren, wo ich angefangen habe. Seitdem esse ich kein Hühner- und Putenfleisch mehr, seit ich mal in diesen Stellen war, in diesen großen Massentierhaltungsstellen. Und ich kann mir das durchaus auch mal vorstellen, dass man das weiter einschränkt. Momentan esse ich eben weitgehend nur noch Ökofleisch. Guter erster Schritt. Thema Tierversuche. Seit kurzem dürfen in der EU ja keine Kosmetika mehr verkauft werden, die an Tieren erprobt wurden. Da gibt es einige, die es bemängeln, dass dieses Verbot nicht uneingeschränkt gilt. Ja, es gibt ja immer das Problem, wenn die Substanzen, die zum Beispiel in Kosmetika sind, auch in der medizinischen Forschung verwendet werden, ist natürlich dieses Tierversuchsverbot nicht absolut, weil man die Stoffe nicht unterscheiden kann. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir Alternativen zum Tierversuch stärker fördern. Ich habe eine sehr große Skepsis, ob manche Tierversuche überhaupt notwendig sind, ob sie was bringen. Und da kann man heute schon mit Stammzellkulturen, mit anderen biomathematischen Methoden, Biostatistikmethoden, Alternativen zum Tierversuch machen. Und das wollen wir auch, was in unserer Möglichkeit steht, von Landesseite dann auch fördern oder auch zu schauen, wo man in
in der Ausbildung von Tierärzten, Tiermedizinern auch auf Tierversuche verzichten kann. Finanzielle Unterstützung für Tierschutzvereine. Im Koalitionsvertrag steht, dass Tierschutzvereine unterstützt werden sollen, was sich dann letztendlich auf, zumindest laut Vertrag, auf Sanierungen beschränkt. Warum nicht regelmäßig? Habe ich geschätzt, ich würde jetzt mal sagen, 48 Mal kam diese Frage. Ich verstehe, dass natürlich viele Tierschutzvereine da notleidend sind, auch sozusagen, was die Finanzierung angeht. Eigentlich ist es überhaupt nicht Landessache, sondern Sache der Kommunen, dafür die Finanzierung zu sorgen. Das ist eine kommunale Angelegenheit. Und wir machen sozusagen jetzt, wir planen was Freiwilliges da drauf. Aber deshalb kann das nicht flächendeckend sein. Wir können nicht als Land jetzt jedes Tierheim betreiben und unterstützen. Deshalb wollen wir in besonderen Notlagen. Und das ist sicher auch eine kleine Summe, die wir haben. Es wird nicht um 1 Million gehen, es wird eher um einen kleinen sechsstelligen Betrag gehen, wo man so einen Topf einrichten kann, um in bestimmten Situationen Tierheimen da zu helfen, die auch besonders innovativ, energiesparend oder sowas da Umbauten machen. Das ist schon ein sehr mühseliger Schritt, dass wir das überhaupt im Koalitionsvertrag durchgesetzt haben, angesichts der knappen Mittel, dass man da eine Förderung auf Landesseite, wo es eben gar nicht unsere Aufgabe ist, in Aussicht stellt. Wildtiere im Zirkus kam über Facebook zigmal, diese Frage. War nun gerade gestern auch bei RTL mit dem letzten Schimpansen, ich glaube Zirkus Belly, viele Einsendungen. Viele wünschen sich so ein generelles Verbot von Wildtieren im Zirkus. Ist da nicht eine landesweite Regelung möglich? Das muss auch der Bund machen. Wir haben schon, die Vorgängerregierung hat im Bundesrat, da gibt es eine Mehrheit dafür, dass man Wildtierhaltung in Zirkussen untersagt. Leider hat es die Bundesregierung nicht umgesetzt bislang, weil es eben immer wieder diese Probleme mit Haltung gibt, gerade bei diesen Großtieren und den langen Transportwegen ist das natürlich sehr bedenklich und deshalb finde ich auch, dass der Bund da eine Regelung treffen muss, die die Wildtierhaltung von Tieren in Zirkussen untersagt. Kommt noch ein bisschen was Privates. Dass Tierschutz bei dir eine ganz wichtige Rolle spielt, das wissen wir ja und das wissen ja fast alle, aber man kommt ja nicht einfach so zum Tierschutz. Gibt es da eine kleine Geschichte zu? Na gut, nicht direkt, also es sind immer viele Themen. Ich habe auch politisch im Europaparlament zum Thema Tierschutz gearbeitet, mit vielen Initiativen zusammen. Selber bin ich neben Kuhstall aufgewachsen, da kennt man natürlich die großen Tiere und dann kommt eben immer vieles zusammen und bei mir kam es eher über den Naturschutz. Also, dass ich mich mit Artenschutz beschäftigt habe. Und da geht es natürlich auch immer um die Frage Tierleid, Tierhaltung. Und dann kommt dieser große Bereich der Nutztierhaltung, wo man dann eben, wo es um Millionen von Hühnern und Schweinen geht, die aus meiner Sicht nicht tierschutzgerecht gehalten werden. Und das ist ein großes Motiv für mich, daran was zu ändern. Da wir eine junge Zielgruppe haben, muss die Frage kommen, bist du mit Tieren aufgewachsen oder hast du sogar Tiere? Also, meine Tante hatte mal einen Hund, mit dem ich viel spazieren gegangen bin, der Kuhstall war nebenan, aber sonst sozusagen zur Zeit kann ich einfach auch von der Zeit her mir gar nicht leisten, Tiere zu halten. Das wäre auch, wann soll man sich darum kümmern, man ist manchmal 4-5 Tage in Hannover im Ministerium, das wäre nicht sinnvoll, wenn man da weiter Tiere hält. Ja, man sieht dich ja momentan auch nur in Interviews. Letzte Frage, TierheimTV hat eine Fee, die unter Umständen auch Wünsche erfüllt. Und wenn ich dich jetzt frage, hast du 3 Wünsche in deiner Arbeit als Landwirtschaftsminister für die nächsten 5 Jahre frei? Könntest du mir 3 Wünsche nennen? Ja, ich spiele mal den Ball zurück. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich bewusster einkaufen. Also Produkte aus tierquälerischer Haltung zum Beispiel meiden. Und wenn sie schon tierische Produkte kaufen, dann aus einer tierfreundlicheren, artgerechten Haltung. Das wäre schon mal ein großer Meilenstein, dass wir gegen diese großen Massentierhaltungsanlagen da etwas tun könnten, indem man beim Verbraucher da auch anders agiert, bewusster Einkauf, deutlich vegetarischer, sich Veganer auch ernährt. Das wäre sehr sinnvoll. Dass der Tierschutz wirklich den Rang bekommt, den er eigentlich nach Verfassung hat, dass es nicht um Ware geht und nicht um Preisfrage und Ausbeutung von Tieren, sondern dass sie als Wesen geachtet werden, die eine eigene Würde haben und deshalb in der Landwirtschaft eine ganz andere Haltung geben muss, die aus meiner Sicht nur artgerecht sein kann. Das heißt, die Lebensbedürfnisse müssen erfüllt sein, sie müssen Bewegungsmöglichkeiten haben, sie müssen Platz haben und dürfen nicht sozusagen wie in manchen Bereichen als Wegwerftier behandelt werden. Und das Dritte ist, wäre natürlich gut, wenn uns da geht dann der Wunsch an die EU und die Bundesebene, wenn sie uns hilft, die Agrarsubventionen, diese Riesensummen, die der Steuerzahler aufbringt, wenn die in die vernünftige Richtung gehen würden, also dass wir Tierschutz fördern können und nicht sozusagen Großschlachthöfe, Massentierhaltung etc., also dass wir da Anreize kriegen für eine umweltfreundliche, tierschutzgerechte Landwirtschaft, wo dann auch die Landwirte von profitieren, weil sie einen Anreiz bekommen, das eigentlich zu produzieren, was die meisten Verbraucher und auch die Wählerinnen und Wähler eigentlich wünschen, das heißt mehr Tierschutz. Dann hoffe ich, dass unsere Fee
alle drei Wünsche erfüllt. Bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Freue mich riesig, dass das so gut geklappt hat mit dir. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Interview war, dass wir irgendwann nochmal die Möglichkeit haben, dich vor die Kamera zu holen. Vielen, vielen Dank. Gerne.